Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Chivalry 2. Wir sind hier beim Team Deathmatch. Agathians, do not fear dying in this arena. Do not fear death. Do not fear, for you are already dead. We died with our forebearers in the Great War. Während er das gesagt hat, sind da vorne schon zwei tot umgefallen. You cannot kill us. We are Agatha reincarnate. Agatha forever. Ich habe aber schon Angst vorm Sterben, Leute. Also zumindest mit so einer Axt im Kopf oder so muss nicht sein. Habe ich gut reingesammelt. Gut reingesammelt. Gut reingesammelt. Ebenfalls sehr schön getroffen. Auch sehr schön. Was ist mit euch allen los, Leute? Warum stirbt ihr einfach? Wollt ihr euch nicht wehren? Seid ihr nicht amüsiert? Seid ihr nicht entertained? Fuck. Aber 9-1, Jungs. Ich meine, okay, der zweite ist 8-0. Aber hey. Und 13 Assists. 13 Assists. Das ist wichtig. Weg die Sau. Autsch. Der hat mich totgetreten. Ja, in der Runde weniger gut. Aber davor. 8 Kills. Und ich bin Leader of the Pack momentan. Leute! Aber okay. Okay, nehme ich. Oh shit, wir müssen aber, es wird langsam eng. Leute, wir dürfen nicht sterben. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache, hier zu sterben. Autsch! Ich werde von 20 Pfeilen erstmal durchbohrt. 1 gegen 1. Nein, wir haben verloren! Wer war die Ratte, die am Ende gestorben ist? Aber hier hängen wir natürlich noch was dran, weil das war ja sehr kurz. 4 Minuten ist nice so zwischendurch. Ich bin ja auf gemischten Spielmodi immer unterwegs. Daher erklärt es das. Ich bin der mit den meisten Punkten. Nehme ich mit. Dieses Spiel ist ja Epic Exclusive und leider hat Epic es nicht geschafft, die volle Pracht meines Namens zu handeln. Darum heiße ich nur der Blind Spectator hier. Der Blind Spectator Potato. Die Schlacht von Finsterwald. Die soll's werden. Die Schlacht im finsteren Wald. Der sagt interessanterweise Dark Forest. Und da dachte ich immer zuerst an den Schwarzwald. Aber der Schwarzwald heißt im Englischen Black Forest, meine ich. Defend yourselves quickly!
Hey, ich bin einer der, die hier angegriffen werden. Erstmal diese auch wegmachen. So. Da ist einer direkt neben mir. Auch weggemacht. Okay. Genug Teammates gedamaged. Da vorne ist die Barrikade, die müssen wir zerstören. Ihr seht, es ist so gut wie unmöglich, die scheiß Barrikade zu verteidigen. Das ist absolut lächerlich. Autsch. Pfeile, überall Pfeile. Natürlich weiterspielen. Was ist das für eine dumme Frage? Nein, ich habe den Spawn deswegen verpasst, oder was? Aber wir haben den Ritterrang erhöht. Es freut mich ja, dass ich jetzt die ganzen Waffen wieder freischalten kann, muss ich sagen. Das ist schon ein belohnendes Gefühl. Also, wir müssen das Geleit hier schieben. Andere Name für Karren. Gut gemacht, Leute. Weg die Sau. Das sind Bots zum Teil, die da auf uns zugerannt sind. Darum sind die auch so schnell tot. Die heißt dann so Matthew und sowas. Da hatte ich hatte nicht abgeblockt, weil ich gehofft habe, irgendwie auszuweichen, aber hat nicht funktioniert. So, nochmal neue Vorräte. Weg die Sau. Und weiter pushen. Weiter pushen. Immer weiter pushen, Leute. Hier, Bot gekillt. Wer weiß, wie viele Bots es in der letzten Runde noch waren. Oh. Aber die Bots sind halt auch dabei, egal ob die Runde voll ist oder nicht. Weiterschieben. Gut gemacht, Mate. Auch sehr gut den Damage, den ich hier gemacht habe, auch abgeblockt. Leiter aufstellen. Ups, Waffe wechseln wollte ich nicht. Keine Ahnung, wie man die Leitern aufstellt. Haben jetzt unsere Verbündeten gemacht. Ist in Ordnung. Autsch, da war noch einer hinter mir. Den hatte ich nicht gesehen. Oh, schneller Respawn, sehr schön. Warum hat man zweimal dasselbe Schwert dabei? Ist es zweimal dasselbe? Schon, ja. Er hält es genau gleich. Oh, fuck. Leute, da oben ist momentan kein Durchkommen. Vielleicht sollten wir die andere Seite versuchen. Na, macht ihr schon. Ich sehe es, ihr nehmt schon gerade ein, weil die da alle hinten stehen. Vorragend macht ihr das. Dann können wir ja eigentlich direkt zum Weiterschieben übergehen. Weiter vorwärts, immer weiter vorwärts. Oh, schön in den Kopf geschossen mit dem Wurfmesser.
weiter schieben, Leute. Immer weiter schieben. Ich frage mich, warum da überhaupt Bots dabei sind. Ich meine, ist der Server echt nicht voll? Alle Leute versuchen doch dieses Spiel gerade zu spielen. Gut gemacht. Gut in meine Mates reingehalten. Weiter schieben. Gut gemacht. Schön da drin eingesperrt. Nice. Weil warum nicht? Und wir schieben weiter. Objective-based Gaming ist der Key. Leute. Weg die Sau. Okay, den habt ihr schon erledigt. So, jetzt müssen wir die Barrikade verbrennen. Und die Barrikade verbrennen ist immer so eine Sache. Zum einen kann man dann keine große Waffe in der Hand halten, wie wir gerade. Sondern man wechselt auf die Einhandwaffe. Und ein Feuerchen. Oh. Und dann muss man jetzt hier irgendwie dran vorbeischleifen. Nicht so, wie als würden die Barrikaden viel aushalten. Und kein Gegner passt auf. Und dann rennen wir weiter, ignorieren den Bogenschützen, werfen hier das Feuer hin und machen jetzt den Bogenschützen weg. Autsch. Aber das ist Objective-Based Gaming und ihr seht, es ist unglaublich schwer für die Gegner dagegen was zu tun. Also diese Barrikaden verbrennen ist halt echt so eine Nummer, ne? Wenn du dich da an der Seite reinschleichst, kriegt es die Gegner oft nicht mit und dann bist du eigentlich schon in Reichweite zum Werfen. Da, alle rennen an uns vorbei, sehr schön. Werfen, ob ich jetzt sterbe, ist egal. Ich habe mein Ziel erfüllt. Und dann geht's gleich mit dem nächsten Leben weiter. Fackel nehmen. Rennen. Gegner ignorieren. Werfen. Kopf abschlagen, zurückrennen. Easy Snack. Ah, hier vorne ist auch ein Feuer. Ach, wir brauchen schon gar keins. Das ist halt echt unfair als Eggfair an der Stelle. Okay, das war knapp. Gut gemacht, Mates.
brauche mal Hilfe. Danke. Autsch. Leider, der mir geholfen hat, hat glaube ich auch nicht überlebt. So, jetzt müssen wir das Tor zerstören. Das ist eine andere Nummer. Die ist etwas schwieriger. Lol. Ich bin doch da, Junge. Brauchst doch gar nicht so verzweifeln. Da, weg die Sau. Weg die Sau. Weg die Sau. Teammate aufheben. Eine Runde heilen. Und weiter geht's. Bogenschütze ist im Weg, aber nicht normal. Wie übermäßiger Teamschaden führt zur Entfernung aus dem Spiel. Wie viel Gegner-Damage ich jetzt schon gedrückt habe. Wenn ich hier nichts dafür, dass die Mates immer zwischen mir und dem Ziel meiner Begierde ist. Schön umlaufen. Weg mit dem NPC. Der leckt hart. Und wir haben das Tor zerstört. Ich habe keine Ahnung wie, aber wir haben es gemacht. Sehr gut. Und ich bin Erster momentan. So, jetzt müssen wir den Herzog killen. Das ist immer so ein Suizidkommando. Okay, ich spawn sogar als Bogenschütze. Wenn ich gut aim, könnte das was werden. Aber ich aim üblicherweise ja nicht gut. Wie ihr alle wisst. Weg die Sau. Hier direkt schon mal neue Pfeile holen. Guten Mate in den Rücken geballert. So, da drin ist der Herzog. Und wenn ich mich hier gut hinstelle, dann treffe ich den halt. Ich muss den dafür ja nicht mal sehen. Autsch. Da hat jemand eine Axt auf mich geworfen von irgendwo. Aber ihr seht, hat gut funktioniert. Ich habe Damage gedrückt. Ja, der ist gleich tot. Der macht's nicht mehr lang, der Junge. Er spielt zwar passiv, aber nicht passiv genug. Und damit haben wir gewonnen. Ich setze mich hier mal auf den Thron, weil ich hier der Zweitplatzierte bin. Und das war dann eine weitere Folge von Chivalry 2. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.